Ey, ohne Scheiß, ich hab richtig Bock, mal wieder Road Rage zu schauen. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Angry Guy will seine Fehler nicht eingesehen. German Road Rage, Angry People. Okay, komm, wir gucken uns den Spaß mal an. Wir hören voneinander. Du hast große Fristen versucht zu haben. Bist du gesehen, dass du das Auto sitzt, oder nicht? Okay, wir gucken uns Road Rages an. Let's go! Ey, sieh, ich hab grad was gesagt, Mann. Zu laut. Zu laut. Kannst du mal vorbeikommen? Sie zeigen uns den Stecker. Was soll das? Das ist original aus. Ja, es ist alles original. Original aus. Dann gehen Sie hier nicht lang. Trotzdem zu laut. Nein. Ja doch. Es ist ja erlaubt. Original aus. Zu laut. Nichts zu laut. Dann kommt das nächste noch dazu. Euer dämliches Pose und Kultur. Was für Pose? Das ist immer Alter, er sagt einfach, es ist zu laut. Ja, das Ding ist halt, Motorräder sind laut, da hat er auf jeden Fall recht. Eine Provokation ist das. Ganz genau. Und das macht ihr mit Absicht. Nein, mit Absicht. Und das heißt, dass man uns einen Stinkefinger zeigen muss, ja? Und das Rote, was? Alles rufen? Ja, ja, sie sind ein ganz harter, Alter, wirklich. Sie sind ein ganz harter. Der ist nicht annähernd so laut. Nein, nur nicht. Ich war gerade nur so, weil ihr hier wieder Rudelbilder. Wir waren da und sie hat mich direkt angeschaut. Ohne Grund, man hätte mich anwinken können, hätte ich ganz normal geredet. Alter, wie die gerade ausrasten, nur weil einer mal einen Stinkefinger gezeigt hat. Das ist echt eine ganz wilde Sache. Let's go, Mann. Ja, aber ich sehe nur, dass sie ihn geschubst haben. Was soll die Scheiße? Wer hat denn wen geschubst? Sie haben ja gerade bei ihm so gemacht. Was habe ich gemacht? Angeklagt haben. Ich hab dich angeklagt. Ja, natürlich. Ach, das lacht mich doch genau gesehen. Ey, ja, grüß dich. Brauchst du eine Brille oder was? Darfst du überhaupt nicht machen? Ich habe ja keine auf, oder? Ja, du, scheinbar brauchst du eine. Du siehst brauche ich aber nicht. Ich habe es aber gerade ganz genau gesehen. Ja, wenn sie das gleich wollt. Blöder Apfel, ehrlich. Junge, ist ja wohl übel unnötig. Ey, Marvin, der Typ in dem orangenen Bild. Ey, wir rufen jetzt die Bullen, woll? Wir rufen jetzt die Bullen. Dann hat das Paar die Polizei, vor allem wegen so einer unnötigen Sache, rufen die Polizei. Sie ist jetzt auch nach einer halben Stunde immer noch nicht gekommen und wir sind gegangen. Ey, was für eine Zeitverschwendung, nur weil man jemanden Stinkefinger gezeigt hat und gesagt hat, es ist zu laut. Ey, ich hätte da gar keinen Bock, mich so lange damit zu beschäftigen. Also, wie viel Langeweile kann eigentlich ein Mensch haben? Wild. Kurze Zusammenfassung, bin in einer 70er-Zone mit 60 hinter einem Rollerfahrer gefahren. Meinte mich, sein Opi zu überholen. Danach bin ich ihm hinterhergefahren, worauf er mich ausgebremst hat und währenddessen telefoniert hat. Danach habe ich überholt. Okay. Alter, aber was ich nicht verstehe ist, und das kann ich übrigens auch an Motorradfahrern nicht leiten, ey, du fährst halt mit deinem Auto und 5 Meter hinter dir ist ein dummer Motorradfahrer, der die ganze Zeit durch Schlängellinien fährt und Druck macht. Ne? Man muss bloß mal kurz auf die Bremse drücken, ja, der Motorradfahrer keine Chance, der brettert einen hinten drauf, Mann. Das regt mich immer richtig auf. What? Morgen früh habe ich wieder Dienst ab 9 Uhr. Dein Kennzeichen habe ich jetzt. Stopp. Wir hören voneinander. Ja, machen wir. Ach du guck nicht, sonst hole ich Polizei. Fährt mit. Ich will die auftreten. Ich will das wollen. Das Bike. Sieht nicht sehr legal aus. Ich finde es schon. Ich finde das gut. Ich finde das gut, wenn es so läuft. Wollte ich ruhig einfahren an der Stelle, aber was soll das Scheiße? Ich bin ein bisschen gerutscht gerade. Oh oh, der ist gerade ein bisschen gerutscht, habt das gehört? Ja, ist es. Nochmal schön zum Netto.
Nächstes Mal ein bisschen ruhiger. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger an der Ampel. Bist vorbeigezogen wie sonst was. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger als in der Ampel. Ich stand da. Wie bitte? Was denn? Ich sag nur, nächstes Mal ein bisschen ruhiger an der Ampel. Aber was willst du jetzt von mir? Du bist da so ein Stück von mir vorbei. Wo ist das Problem? Was ich noch nicht verstehe, ist, was wollen die Motorradfahrer jetzt damit bezwecken? Sag's mir bitte, was wollen die Motorradfahrer damit bezwecken, dem hinterherzufahren und dann zu sagen, oh, nächstes Mal ein bisschen ruhiger? Also ich meine, als ob der Autofahrer jetzt sagt, also ja, da hast du komplett recht. Natürlich mache ich das bei den nächsten Motorradfahrern ganz anders. Das ist halt immer so lost, wirklich. Ich habe manchmal das Gefühl, die Motorradfahrer, die müssen einfach nochmal zeigen, dass sie halt die Kings im Straßenverkehr sind. Wild. Willst du jetzt mit mir anfangen, Stress zu machen? Ich sag doch nur nächstes Mal bitte ein bisschen ruhiger. Nein, warte mal, ich hab nichts irgendwie falsch gemacht, oder nicht? Zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, komm. Scheiß drauf. Bis auf eine Probezeit. Wenn du dich jetzt mit dem Typen boxt. MPU lässt grüßen. Aber ihr werdet gleich noch sehen. Du hast keine große Fresse mehr, ne? Was? Du hast keine große Fresse mehr, ne? Was hat mit große Fresse zu tun? Du hast große Fresse versucht zu haben. Bist du gesehen, als wer es im Auto sitzt, oder nicht? Wenn der Typ ehrlich denkt, dass ich mit meinem Helm auf, meine, ja, Theo, das ist in Ordnung, Knöchelprotektoren, die auch gleichzeitig als, sagen wir es mal, Meinungsverstärker dienen können und den restlichen Protektoren, die ich anhab, dass er meint, dass ich dann mich einscheiß, weil so ein Hans Wurst nun mal aus seinem Auto kommt. Kann ich einfach nur los sagen. Ich habe kein Problem mit ihm persönlich. Ich sag nur. So, mit ihm. Jetzt fangen wir mit ihm an. Da sagst du, hey, fahr langsamer. Bleib ruhig. Ich dachte, jetzt gibt's eine Prügelei, weil der gerade gesagt hat, mit seinen Knöchelprojektoren und er dann Protektoren und er dann Kratzer ist. Ich dachte, jetzt kommt eine Prügelei und der haut ihn so in die Fresse, dass der umkippt. Schade eigentlich. Gut. Das ist wieder so ein Clip, der völlig sinnlos jetzt gerade eben eingespielt wurde. Sehr, sehr schade. Mein Kollege und ich sind hier im Harz unterwegs. 50 km/h erlaubt, 600 Meter Höhe und 10-15% Steigung. Fahren beide sehr untertourig bei 2000 bis 4000 RPM. Killer und Cut, alles drin. Kollege mit Originalauspuff. Okay. Hä? Alter, was ist das für eine Reaktion? Hä? Ich muss jetzt mal, ihr kennt euch die Reaktion. Hä? Hä? Oh Gott, da krieg ich Probleme mit meinem Herzen. Ach du Scheiße. Oh nein. Das war das Problem gewesen. Bitte? Was denn? Ja, alles gut. Was? Wir geben unser Bestes, wir sind auch extra leise gefahren. Okay. Ich sehe schon das Fernsehprogramm. Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber passt auf euch auf. Ja, alles gut. Nur weil sie sich gerade so gemeckert haben, deswegen wollten wir mich fragen noch. Gut. Nee, das hier nicht. Ja. Gut. Was ist denn hier los? Also nochmal zur Zusammenfassung. Sie zeigt den Stinkefinger. Er sagt, was? Dreht um und die sagt, war ein bisschen unverständlich. Hatte gar nichts mit euch so weiter zu tun. Das war, glaube ich, keine Oma, die war noch relativ jung, glaube ich. Hallo.
Sag dir das, was du aufhörst die ganze Woche nicht, oder was? Wieso? Nur deppern im Schild und sonst nichts, oder? Weil ich auch runtergefahren bin. Na, bitte reden Sie normal mit mir. Mit mir kann man wirklich normal reden. Ja. Ich glaube, Sie verwechseln mich. Alles nicht mehr. Okay, das tut mir wirklich leid. Du bist da, ist der Partybus gerade bei der Kibera. Ist noch gar nicht lang her. Beim Partybus? Jetzt am Wochenende, oder? Nein, mein Bus war ich nicht. Ich sag, Sie verwechseln mich. Ich war nicht beim Prüfbus. Wirklich nicht. Weil ich bin. Haben Sie mich früh gehört? Jetzt wirklich, ich will niemanden ärgern. Ohne Scheiß. Haben Sie mich? Du fährst in der Woche da. Ich fahr sehr oft da. Das ist keine. Ja. Das stimmt, aber ist es wegen am Lärm oder Sie können mit mir normal reden, wirklich? Nein, einfach, es geht schon jeden am Arsch. Ich weiß eh, es ist ziemlich. Und du hast dich gerade wieder eingekagelt, weil du auf der anderen Seite gekommen bist? Was, das verstehe ich jetzt nicht. Was habe ich gemacht? Du hast das hier drauf. Ja, ich hab's gefilmt. Ich... Nein, erklären Sie mir nur kurz was, ich möchte nur wissen, was Sie meinen. Ja, das wird jetzt aus. Das dauert immer lang, dann ist sie aus. Nein, erklären Sie mir das bitte nur kurz. Ich möchte. Also, das Ding ist halt, man kann auch mit ihm ganz normal reden. Lass doch einfach mal mit ihm ganz normal reden. Wie kann der so ausrasten? Mit dem normal reden. Servus, grüß dich, Bruder. Parteivorsitzender. Ich habe oder wirklich akzeptiert, das war auch wurscht. Oder ich bin damit bis selber lang gefahren. Ja. Bin 15 Jahre oder 20 Jahre gefahren damit und bin gern gefahren, absolut. Ja, aber klar, irgendwann geht es immer am Arsch. Das ist. Und das ist. Ist halt immer. Ja. Weißt du, was mir ganz oft auffällt bei solchen Road Rages? Dass die Leute übel angepisst sind und auf einmal sind die übel korrekt drauf, so von jetzt auf gleich. Und dann so, ja, also ich bin selber gefahren und ja, also ist es dann auch eine, ja, ich kann es verstehen, aber trotzdem, jetzt ist es natürlich für meine Situation nicht so nice. Junge, da kriege ich doch Aggression. Ich erwarte hier eigentlich Schlägereien, weißt du, das ist ja das, worauf wir alle Bock haben. Eine schöne Schlägerei. Servus. Ja, es ist egal. Irgendwann mag man es nicht mehr hören. Wir waren am Treffpunkt und es wird aufgefahren. Entweder wir drehen da um oder da. Oder dreht's da um, steht's bei mir am Privatgrund, sage ich auch nichts, was man. Ja, voll. Ich weiß eh, das ist eh. Bei euch muss ich ehrlich sagen, ich habt bis jetzt am wenigsten geschimpft mit mir. Ich muss irgendwas aufstellen und irgendwas, ich mag es ja nicht. Ja. Ich will ja keinen irgendwo am Arsch gehen. Ja. Auf einmal. Ja. Auf einmal. Aber nur irgendwo ein bisschen. Ja, ich weiß eh, nein, aber ganz ehrlich. Ich bin eh auch dazu angehalten, dass ich den Leuten sage, die sollen das da auch laut fahren. Ja, aber wenigstens einmal vernünftigen. Nein, es ist schon so. Ja, es ist. Baba. Ey, beim Wetten danach rast er trotzdem wieder rum. Ich erwarte zumindest nicht anders. Muss ich sagen, viel zu einsichtig gefällt mir nicht. Der Stiefel gefällt mir gar nicht.